Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Skyrim Commentary. Das letzte ist ja schon ziemlich lange her. Das lag daran, dass ich halt meine Videos mache, so diese Commentaries, wenn ich halt gerade Lust habe oder wenn es auch von der Stimme her geht. In Winterferien ging es zum Beispiel gar nicht mit der Stimme. Aber ich war ja in der Zwischenzeit nicht untätig. Es gab Arena-Videos, es gab Torchlight, Let's Play Together Torchlight 2 mit Yomibi. Und ja, jetzt dachte ich mir mal, nach einer Weile machst du mal wieder ein Skyrim-Commentary. Und wir machen direkt an der Stelle weiter, wo wir letztens auch aufgehört haben. Das war nämlich hier der Galgenfelsen, den wir für die Gefährten von den, wie sind die, von der Silbernen Hand befreien müssen. Boah. Ziemlich viel Zeug, das hier rumliegt, deshalb bin ich immer super überladen, was total auf die Eier geht. Aber naja. Kann man nicht ändern, ne? Joa. Zeuglos werden ist auch immer ganz, ganz wichtig. Ja. Und damit das Ganze nicht so trist wirkt, natürlich werde ich ganz spontan reden. Pläne lohnen sich irgendwie nicht, habe ich gemerkt. Dachte ich mir, frage ich euch mal, was haltet ihr bis jetzt von meinen gesamten Commentaries, Let's Plays oder Let's Battle, kann man ja so nennen, die Arena-Videos. Ich würde gerne mal eure Meinung dazu wissen. Schreibt mir in die Kommentare oder was weiß ich. Und dann vielleicht noch, falls das jemand sehen sollte, der nicht zu meinen Abonnenten gehört, stellt sich mir natürlich immer wieder die Frage, Let's Play Togethers sind, ja, denke ich mal, immer beliebter, als wenn man alleine da so irgendwie da sitzt und spricht. Und vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp, was man noch so zusammen spielen könnte. Nicht nur Torchlight 2. Ich könnte es auch mal mit sowas wie COD versuchen. Aber da ist halt das Problem, dass ich darin nicht sonderlich gut bin. Aber das macht ja nichts. Ein paar Noobs zuschauen macht vielleicht auch ganz Spaß. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jo. Jetzt gucken wir gerade mal einen Raum voll mit Kisten. Haufenweise Kisten, Fässer. Und eine Meistertruhe. Einmal habe ich ja schon mal so ein Ding aufgekriegt. Aber diesmal habe ich nicht genug Dietriche dabei, um das Risiko einzugehen. Und deshalb lasse ich das mal lieber. Hier, dann geht es dann auch gleich direkt weiter. Wieder nach oben. Noch umgucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich muss aber auch immer wirklich alles mitnehmen. Ich will ja möglichst viel Geld machen. Nichtsdestotrotz, ne? Geld ist ja auch in Skyrim eine verdammt wichtige Sache. Ja, Bild zwischenspeichern muss sein. Risiko. Aber hier sitzt wahrscheinlich keiner mehr, weil die habe ich schon in der letzten Folge aus dem Raum hervorgelockt. Naja. Ist doch nicht ganz so einfach mit dem Zweihandschleichen. Ne? Oh, Schmiedekunst verbessert. Ein Büchlein. Auch nicht schlecht. Schöne Sache. So. Korb, Eimer. Probieren wir mal die Tür aufzumachen. Und gucken, was sich dahinter verbirgt. Irgendein Geheimnis, ein Schatz, eine Truhe, whatever. Und wird's nicht. Nur noch drei Dietriche, aber jetzt wird's. Jetzt wird's, klar. Ein Schlafraum. Ja. Na gut, müssen ja auch mal sich ausruhen, ne? Den ganzen Tag Vampire und Werwölfe jagen. Dafür, dass ihr uns töten wollt, nehmt euch euer Geld. Ha, Idioten. So. Was gibt's da so in der Truhe? Fackel, Gold, nehmen wir immer gerne. Tränke, Granatsteine. Ist immer gern gesehen, so. Ein bisschen Geld. Ja, wie ihr seht, Aela begleitet uns immer noch. Jetzt wollen wir mal gucken, ob mal irgendwas loswerden können durch Schmiedekunst, so ein paar Materialien, die keine Sau braucht an sich. Aber
so wie es scheint, nicht. Man könnte maximal, ne, ein bisschen verbessern, aber Pilz herstellen, Schmuck herstellen, ne, also nicht. Gut, da geht's dann mal weiter, schleichend, nochmal den Raum durchchecken, ob auch wirklich alles mitgenommen wurde. Und dann geht's schon weiter. Ja, sowas wie das Pelzzeug, das braucht man hier, das bringt verdammt wenig Kohle und schweren Herzens werde ich dann irgendwann, glaube ich, auch mal die Hinrichtungskapuze abgeben müssen. Wir sind fast da. Vorsicht. Ihr Anführer ist äußerst verschlagen. Ja, Sie klingt nennen doch mal nach ihn was. Den Hautabzieher. Ich den glaube nicht, dass ich euch den Grund dafür erklären muss. Nö. Lass mal. Und jetzt? Lass mal probieren, den ersten da mit einem Bogen rauszuholen, weil es sind ziemlich viele in diesem Raum, das würde böse enden, mit dem dort reinzuschleichen. Oh, das ging daneben. Kann ich nochmal probieren. Und, one hit. So geht's. Oh, jetzt die zwei in die Hand und Huffi mit 9 in die Fresse, einer weniger. Stirb. Ja, gar keiner mehr. Ah, da kommt er. Der Halsabschneider. Werwolfgestalt. Beast Mode. Geht ab. Näher dich erstmal, ne? Oh, irgendwer. Tja, das war der erste Fail. Niemals essen, wenn der Gegner mit dem Rücken zu dir oder in deinem Rücken ist. Zweiter Versuch. Getroffen. Ist da jemand? Aber das Problem ist, ich schlichen, also ich habe nicht geschlichen und zweiter Fail gemerkt. Naja, aller guten Dinge sind drei, ne? Dritter Versuch. Diesmal klappt's. Jetzt mal springen. Jetzt sind wir im Schleichmodus. Bogen angelegt, Tür aufgemacht. Und los geht's. One shot. So muss es sein. Da kommen die kleinen Gefährten. Nächste Treffer. Sehr schön. Schießkunst auch noch verbessert. Und nur hauen wir gleich mal die Werwolfsgestalt an, ohne große Umwege. Wehe, ich sterbe jetzt. Mal weglaufen, das ist eine gute Idee. Jetzt, ja, ihr seht das Talent eines jeden Werwolfes, dass er nämlich erstmal seine Gegner wegfieren kann, also sie verschrecken. Ist relativ nützlich, wenn man sieht zum Beispiel so viele, man kann das auch auf alle in dieser Umgebung anwenden. Jetzt zeigen wir erstmal den Hautabzieher, wer hier wen abzieht. Damit war er tot. Und aufgefressen haben wir ihn gleich auch noch. Das erhöht nämlich unsere Vampirtalente. Hier, der Talentbaum des Werwolfs. Ach, was? Vampirtalente? Werwolftalente. Ihr seht, aber dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Futter. Wir sind nochmal zwei. Ein Futterchen mehr. Wolf hat Hunger. Und mein Mama. Ah, das Fresschen. Und lecker Schmecker. Herz aufgegessen. Blutgier verlängert. Jetzt. Ein Opfer haben wir noch, das wir essen können. Ja, wie ihr seht, der Werwolf sprintet verdammt schnell. Noch ein Herz. Und jetzt. Wir haben Skior getötet. Nein! Okay, Skior getötet, verdammte Scheiße. Aber uns fehlt immer noch was, um zu skillen. Und das holen wir uns jetzt vom Skior. Ja, leider muss jeder erhalten. Jetzt haben wir genug, um den ersten Skillpunkt in den Vampirwolf-Baum zu setzen.
nächstes ist, kommt dann hier ganzen Totenzieher, die man dann freischalten kann. Jetzt habe ich erstmal die Stärke und die Ausdauer erhöht. Jetzt verschiedenste Sachen, andere beschwören und was weiß ich alles. Gibt's vieles, werden wir dann später sehen. Ja, jetzt muss ich ein bisschen wegschneiden, weil ich war jetzt eine ganze Weile in Werwolfsgestalt, weil ich halt so viele gefressen habe und jedes Mal, wenn du einen frisst, erhöht sich die Dauer, die du in der Werwolfgestalt bleibst. Deshalb hat das jetzt ziemlich lange gedauert, ich glaube so 5 Minuten, nee, doch nicht so lange war es, 4 Minuten, ich weiß nicht, knapp 4 Minuten. Das habe ich jetzt mal weggeschnitten, deshalb waren wir jetzt an einer ganz anderen Stelle. Ja. Aber das Ergebnis des Ganzen ist, der Galgenfelsen ist sauber. Keine komischen Werwolfjäger mehr. Allerdings hat dafür unser guter Verbündeter, unser Schildbruder Skjor, sein Leben lassen müssen. Ist nie schön. Habt ihr die Initiative gegen die Silber? Nein, noch nicht. Hier seht ihr die Wolfsrüstung, die ist mit Dawnguard neu dazugekommen. Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Wird nicht mehr lange. Wieso eigentlich nicht? Naja, egal. Mach, was du denkst. Hier ist nochmal schön. Die Truhe. Gibt's ein paar feine Sachen drin. Orkische Kriegsaxt, Stahlrüstung und den orkischen Bogen. Ah, jetzt sind wir wieder zu langsam. Was für ein Zufall, hä? Aber ich schleppe auch verdammt viel Zeug mit mir rum. Ich glaube, ich muss mich mal langsam darum kümmern, mich bei einem Jarl beliebt zu machen und mir ein Haus zu kaufen. Da werde ich dann nämlich ein paar Gegenstände los. Ja, ciao, Ela. Wir sehen uns. Ich mach das, ne? Der Welpe, wie er uns nennt, die Anfänger, der wird das schon richten, ne? Trank, Ring. Ring nehmen wir mit. Was da hinten? Eisenstiefel? Ne. Das Buch nehmen wir noch mit. Vielleicht steht ja was Sinnvolles drin. Können wir gleich mal rausgucken. Oder rausfinden. Ne, nischt. Fliegen lassen. Lesen Bilder, braucht man nämlich einen Werwolf. Ja, damit wäre der Galgenfelsen fast komplett befreit. Speichern noch einmal. Und jetzt kommt das Seltsamste. Wir sind ganz am Anfang schon mal durch diesen Raum gegangen. Allerdings, ihr da seht, da sitzt noch einer. Der war dort vorher nicht. Oder hat uns nicht bemerkt. Oder ich weiß es nicht. Egal. Dafür kriegt er jetzt, was er verdient. Ein Angriff von hinten. Und ein Kill von vorn. Schön. Und dann auch noch ein Stufenaufstieg. Sehr geil. Gleich mal skillen. Mach mal wieder in Gesundheit rein. Ausdauer haben wir vorerst genug. Gucken wir mal in leichte Rüstung. Na, mal überlegen. Hier im Schleichenbaum. Ist auch nichts Richtiges dabei. Ja, zweihändig. Mal gucken. Kriegerhaltung. Tiefe Wunden. Naja. Nee. Machen wir bei Barbar einen rein, machen wir mehr Schaden. Ist immer gut. Lässt sich auch zum Schleichen dann kombinieren. Weil desto mehr Schaden man normal macht, desto mehr macht man logischerweise auch dann im Schleichen. Wer? Ja. Ach, Aela, kommst mit. Sehr schön. Naja, gut. Dann war's das an dieser Stelle. Der Galgenfelsen ist befreit. Bis zum nächsten Skyrim Commentary. Ich denke, das wird bald kommen. Und dann vielleicht auch meine anderen Skyrim-Projekte, so die Klassenshows. In diesem Sinne, wiederschauen, reingehauen. Euer Heddy.